Versorgungssicherheit, Steuersenkungen, Stärkung der kleinen Wasserkraft und gezielte Hilfen fürs Ehrenamt. Mit diesen Themen hat sich die Freie Wähler Landtagsfraktion bei ihrer Winterklausur am Chiemsee befasst. Zudem berieten die Abgeordneten, wie der Freistaat insgesamt krisenfester werden kann. Fraktionschef Florian Streibel fasst die Ergebnisse des Austauschs zusammen. Angefangen also von der Wasserqualität im Chiemsee, über die Steuerpolitik, Erbschaftssteuer, die wir abschaffen wollen, Wohnungsbauförderung, Eigenheimzulagen, also dann als Ehrenamt haben wir also ganz stark, also wir hatten sogar einen Ehrenamtsabend, wo wir also einfach mit den Leuten vor Ort auch zusammengekommen sind, aber auch die Sache, wie man Bayern krisenfest machen kann, wie wir auch durch die Krisen hindurchkommen können, hatten auch noch einmal ein Panel über Migrationspolitik und heute früh dann nochmal den Staatshaushalt. Also es war durch und durch also viel zu arbeiten, aber es war positiv und wir haben auch gute Ergebnisse erzielt. Ganz oben auf der politischen Agenda steht für die Landtagsfraktion auch der rasche Ausbau der erneuerbaren Energien. Welche Rolle dabei die kleine Wasserkraft in Bayern spielt, diskutierten die Abgeordneten bei einem Besuch des Wasserkraftwerks Hölltal an der Alz. Dr. Fabian Mehring erklärt, wie die Freien Wähler den Turbo bei der Energiewende zünden wollen. Zum einen ist es natürlich notwendig, so viele erneuerbare Energiequellen zuzubauen wie irgend möglich. Deshalb die Entkernung der 10H-Regel, sodass es einen Schub für die Windkraft gibt, aber auch der Zubau im Bereich von Solar. Der zweite Punkt ist derjenige, dass wir ja nicht nur ein Zubauproblem haben, sondern insbesondere ein Speicherproblem. Da setzen wir sehr stark auf Wasserstoff. Da sind wir auch stolz drauf. Wir sind da zwischenzeitlich führend in ganz Europa. Europäische Nationalstaaten treten dem Bayerischen Wasserstoffbündnis von unserem Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger bei. Außerdem debattierten die Abgeordneten mit namhaften Wirtschaftsexperten, wie die Gesellschaft angesichts der hohen Inflation bestmöglich durch die kommenden Monate navigiert werden kann. Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger ist überzeugt, dass es dazu auch steuerliche Entlastungen braucht. Ja, die Freien Wähler stehen seit Jahren dafür, die Erbschaftssteuer gänzlich abzuschaffen. Debatten um höhere Freibeträge wären zwar besser wie nichts, aber führen am eigentlichen Problemkern vorbei. Zweitens, die Einkommen müssen entlastet werden. Die Freien Wähler fordern, mindestens 2.000 Euro pro Monat steuerfrei zu stellen, sich auch was einfallen zu lassen, die hohen Sozialabgaben für den Niedriglohnbereich auch abzuschaffen oder zu reduzieren, damit es sich wieder lohnt, für 12 Euro bis 20 Euro irgendwo zu arbeiten. Und auch bis in die Mitte der Verdienste hinein müssen die Steuern auf die Einkommen deutlich gesenkt werden. Und schließlich müssen die Unternehmenssteuern gesenkt werden. Doch auch Vereine und ehrenamtliche Organisationen müssten entlastet werden, so der Tenor bei einem Ehrenamtsempfang am Rande der Klausurtagung. Deshalb will die Fraktion einen Beistandspakt für das Ehrenamt auf den Weg bringen, wie Eva Gottstein, Ehrenamtsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, erklärt. Ehrenamt braucht Hauptamt, das heißt, wir müssen hier Gelder noch mehr investieren als bisher. Speziell bei den Tafeln haben wir uns entschlossen, bis zu 2 Millionen zu verlangen, um die hier zu verstetigen, dass sie genügend Mittel haben, um überhaupt die Bedürftigen hier bedienen zu können. Und ansonsten arbeiten wir natürlich auch an der Wertschätzung weiter. Das heißt, auf der einen Seite die Ehrenamtskarte wollen wir stärken, wollen wir attraktiver machen, wollen wir bekannter machen. Wir wollen aber auch Erleichterungen schaffen, zum Beispiel durch Vereinslotsen in den Landkreisen. Bei einer Fahrt über den Chiemsee diskutierten die Abgeordneten auch über die Folgen der klimabedingten Veränderungen in Bayerns Seen. Nikolaus Kraus kennt als oberbayerischer Abgeordneter die Sorgen und Wünsche der Fischer. Wir haben noch einige Berufsfischerfamilien am Chiemsee. Es ist eines der ältesten Berufe, die es überhaupt gibt. Und diese Fischer, die versorgen uns natürlich auch mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln, sprich mit frischen, gesunden Fischen. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Versorgung auch in Zukunft haben. Wenn man halt leider auf die Speisekartenliste, Fisch wird über die ganze Welt transportiert und wir haben das Gute, liegt so nah, warum greifen wir denen nicht stärker unter die Hand? Warum unterstützen wir die nicht? Weiteres Thema der Tagung, der Umgang mit der steigenden Zuwanderung in den Freistaat. Der asylpolitische Sprecher Alexander Holt erklärt, wie sich die Freien Wähler vernünftige Asylpolitik vorstellen. Erstens mal, Zuwanderungspolitik muss konsequent rechtsstaatlich sein. Zweitens, sie muss aber auch konsequent menschlich sein. Und drittens, wir müssen auch konsequent integrieren. Das heißt,
Die ganze Migrationspolitik gelingt aber auch nur, wenn wir eine konsequente und vernünftige ideologiefreie Integrationspolitik betreiben. Beim traditionellen kommunalen Abend sprachen die Abgeordneten mit Mandatsträgern darüber, wie Städte und Gemeinden angesichts der aktuellen Herausforderungen bestmöglich unterstützt werden können. Dabei bekräftigte die Freie Wähler Landtagsfraktion einmal mehr, sie wird sich im Landtag auch weiterhin für die Belange der Kommunen und für eine vernünftige, sachorientierte Politik nah am Bürger stark machen.